Hallo und herzlich willkommen zurück zum Farmexperten 2016. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und es geht weiter mit dem Düngerstreuer hinten dran an den Winston TX600. Das ist ein Kuhn, können wir uns eigentlich nochmal genauer angucken. Habe ich so noch nicht gesehen, hatte ich aber schon in der letzten Folge gesagt. Gefällt mir eigentlich sehr gut, muss ich ehrlich sagen. Aber ich würde sagen, wir steigen wieder in unserem Party-Trecker ein. Denn Musik, jawohl. So. Da bin ich mal gespannt, wie die Textur von der Düngung aussieht. So kann man es ja sagen. Okay. Wir haben jetzt hier. Vergiss nicht, das Düngen mit Spritz in deinem Magazin aufzufüllen. Ja. Okay, wir müssen jetzt T drücken. Okay. Also das sieht ja... Also das sieht gar nicht mal so... Wow, wie schnell können wir hier drüber brettern? Also da muss ich echt sagen, das sieht gar nicht mal so schlecht aus. Wir holen mal weit aus. Wir brettern hier mit voller Kanne übers Feld. Aber nee, jetzt mal ehrlich. Aber irgendwie, das kommt einem so vor. Moment. Guckt euch das mal an. Als ob das Ding irgendwie eine Verstopfung hätte oder so. Da kommt ja echt wenig raus. Aber irgendwie, diese Körner, die da... Ja, also schaut gar nicht mal wirklich so schlecht aus. Und unser... Trecker wird doch immer weiter, immer mehr dreckig. Super. Ist natürlich sehr wichtig, dass hier auch die Sachen dreckig werden. Vielleicht kann man sie auch sogar sauber machen. Da bin ich mal gespannt. So, wir können jetzt nach Hause fahren. Das ging ja flott. Und wir drücken T. Ja, das ging ja relativ zügig. Also haben die Tannen auch Kollision. Okay. Kleiner Kollisionstest. Natürlich nicht. Aber was soll's? Das Ding ist noch heile. Keine Macken dran. So. Wir parken den Düngerstreu wieder ein. So. Drücken wir. Moment. Ja, natürlich. Und Q. So, was müssen wir jetzt machen? Okay, wir müssen Kredit aufnehmen. Ist aber nett. Beziehungsweise möchte die Bank mir einen Kredit geben. Wir müssen also zur Bank fahren. Dann machen wir das. Sehr nett von der Bank. Oh, das ist der Texturfehler. Oder Grafikfehler, wie auch immer. Keine Ahnung. Oh, wow, 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 ein Auto. Vollbremsung. So, müssen wir wieder links oder geradeaus? Ja, okay, links. Ich weiß gar nicht, warum ich immer Außenansicht fahre, Mensch. Weil wir haben ja unten links auch so eine schöne Karte. Oh, jetzt müssen wir mal links rum.
gucken, wo die Bank sich befindet. Die Sonne ist schon echt krass. Hoffentlich bekommen wir keinen Sonnenbrand. Natürlich. Oh, die haben auch gut geparkt. Ob wir auch vorne wohl was dranhängen können? Okay, das sieht cool aus, irgendwie so. Hat schon was. Hier ist eine Kreuzung. Da ist die Bank also. So eine kleine Innenstadt. So. Wir drücken Enter. So, was müssen wir? Kredit aufgenommen. Dann Bargeld. 19.340. Wahrscheinlich müssen wir jetzt 250.000 aufnehmen. Okay. Und hier wird dann ja auch wohl der Maschinenhändler sein. Ja, wir spielen natürlich das Tutorial und dadurch ist halt unser Das Fahrzeugangebot sehr begrenzt. Ey, ist das... Das sieht ja mal cool aus. Echt groß. Big Body 900. Auch ein Krampf, okay. Ja, cool. Hat was. So, Enter. Soll einen Mähdrescher kaufen wahrscheinlich, ne? Deswegen gucken wir mal. Ja. Wir können nur diesen hier kaufen. Ah, wir nehmen einfach das hier. Und dann müssen wir natürlich noch okay, mal gucken. 6,6 Meter. Ach, dann nehmen wir einfach das hier. So, wie können wir denn jetzt... Jetzt habe ich hier so einen schönen Mähdrescher gekauft. Achso. Ich lasse jetzt einfach mal den Trecker hier stehen. Gucken wir uns den mal an. Sind nicht so. Einfach mal einsteigen. So, bringe den Aufsatz an, das machen wir. Was ist denn jetzt hier schon wieder los? Ah, so. Wir können nach Hause fahren. Das machen wir. Ist jetzt nicht so ein dolles Ding, was wir hier fahren, aber... Legt sie aber ganz schön eine Kurve, da ganz schöne. Ui, was war das denn? Auf öffentlichen Straßen sollst du dann Aufsätze für gewöhnlich in speziellen Anhängern transportieren. Okay. Aber ich soll da jetzt nicht. Ich soll jetzt... Ah, gut, ich dachte schon, ich müsste jetzt zurückfahren, du. Das wäre natürlich eine Frechheit gewesen. Hätte man auch vorher sagen können. Aber wir brauchen keine Anhänger momentan dafür. Keine Schneidwerkswagen. 30. Juli momentan. Okay. 6.11 Uhr, also früh unterwegs. Und... Ob wir gleich wohl mal einen Helfer einstellen können. Also, wir sind ja immer noch im Tutorial. Aber wahrscheinlich wird er uns das immer so ein bisschen zeigen.
was wir zu tun haben. Und natürlich ist die Frage, ob das Spiel modbar sein wird. Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Aber ich habe keine Ahnung wirklich von diesem Spiel. Wir haben halt viel darüber berichtet, was wir da auch darüber wussten, aber ups. So über Mod-Sachen und so weniger Ahnung. Deswegen müssen wir einfach mal schauen. Es werden natürlich noch Updates sicherlich kommen. Und dann bin ich mal gespannt. Entweder ist das, soll das riesig sein einfach nur. Ja, der Hof sieht, wie gesagt, immer noch so ein bisschen nackt aus, aber ich kann man ja noch einige Sachen so dazu kaufen. Und mal schauen. So, das ist wahrscheinlich. Hol den Traktor aus dem Fahrzeuggeschäft. Du kannst ihn mittels dem Pad-Menü des Pad-Menüs auch schnell holen. Okay. So, machen wir mal. Wie geht das denn hier? Nee, da geht's nicht. Mit jetzt dem Fahrzeugmenü. Kurz überlegen, was könnte das sein? F2, 3. War mal so ein bisschen. Ich weiß es nicht. Wo ist denn nochmal das Fahrzeugmenü? Probieren wir mal kurz hier aus. Ah, warte. Ah, M, genau. So, Fahrzeuge. Und da scheint die Bank. Okay. Den Ernteanhänger in die Nähe des Feldes. Okay. Ja, das können wir wahrscheinlich nicht mitnehmen, was da steht. Das ist wahrscheinlich Deko, ne? Ach so. Den müssen wir dann mitnehmen. Nee. Das ist jetzt Quatsch. Das gehört ja uns ja hier gar nicht. Das ist ja wirklich nur Deko. Okay. Aber wir. Mal gucken hier. Nochmal M drücken. Ich kann die Fahrzeuge doch auch. Zeige auf ein ausgewähltes Fahrzeug. Okay. Okay, der. Klicke zum Einsteigen. Okay, wir können ein bisschen zoomen hier. Ah, können wir das nicht hier auch ein bisschen zurücksetzen oder so? War das nicht so? Oder ist das hier nicht so? Und gute Frage. Jetzt sind ganz schön viele Felder hier. Arbeiter. Fahrzeuge. Okay. Naja, ich würde sagen, ich werde jetzt mal schön zum Hof zurückfahren. Und wir sehen uns dann da wieder. Ist ja der gleiche Weg. Also, ich bedanke mich für das Zuschauen
Und wir sehen uns in einer nächsten Folge wieder vom Farmexperten 2016. Tschüss.